Moin, ich will euch heute zeigen, wie ein Kokosfaserblock sich in 3 Liter Wasser, lauwarmem Wasser, ziemlich schnell ausdehnt. Dazu gebe ich einfach das Wasser in die Schale. Und im Zeitraffer werdet ihr sehen, wie sich das Substrat auflöst im Wasser. Zwischendurch auch mal beim Kneten das Substrat ein bisschen verteilen. Und ich gebe jetzt noch ein bisschen Regenwasser dazu. Das Ganze ein bisschen durchkneten. Kleines bisschen Wasser hole ich noch. Das Ganze ist jetzt gebrauchsfertig und kann so verwendet werden. Ist eine schön lockere, luftige Erde, bietet aber weder Nährstoffe, dafür hat es eine umso bessere Speicherfähigkeit. Vor allem zum Anziehen von jungen Pflanzen ganz, ganz sinnvoll. Ich wünsche euch eine gute Zeit und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Gartenfuzzi.